Willst du mich heiraten? Ich habe jetzt keine Ringe dabei, aber... Das ist ein Kuli-Ring. Der ist viel besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke. Gratulation. Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Dann froh schaffen. Ich will wissen, was genau Langfeld in der BRD treibt. Den paar Zentimeter. So waren wir da und doch nicht da. Luisa Langfeld hat gemäß Anordnung umgehend eine Krebsdiagnose erhalten. Was ist denn los mit dir? Alles in Ordnung? Was ist mit dir, Franz? Du hast mit Luisa Langfeld gesprochen. Was wolltest du von ihr? Ich kann das so nicht. Was kannst du nicht? Fällt es dir schwer, deiner Frau nichts zu erzählen? Bitte stehen Sie auf. Du musst mir immer alles sagen. Lass uns zusammen weggehen, ja. Er beleidigt unser Volk. Sie fühlt sich auch einsam. Hör auf! Scheiße, Mann! Willkommen im Club. Willkommen. Warum ist er tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Mit wem haben Sie beim Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Hör auf! Leider muss ich sagen, dass für mich der Trailer jetzt nicht so richtig Lust macht zu sagen, okay, den Film muss ich unbedingt schauen. Es sieht so aus, als hätte Lars Eidinger eine ganze Menge zu spielen an Emotionen, aber dennoch fehlt mir so ein bisschen die stringente Geschichte. Es bleiben eine Menge an Eindrücke, aber auch eben ein Fragezeichen da. Und damit war es der Trailer zu Narcissus, den uns Alamo-Filmverleih voraussichtlich ab dem 12. August 2021 in die deutschen Kinos bringt. Ein Drama und Biopic basierend auf dem Leben von Dr. Werner Teske, der 1981 eben ein... Ich will nicht spoilern an der Stelle. Wenn ihr den Film natürlich sehen wollt, aber erzählt wird die Geschichte von ihm bzw. von dem Kommunisten Franz Walter in dieser Geschichte, gespielt von Lars Eidinger, der als überzeugter Kommunist in der DDR ein gutes Leben führt und der auch Karrierechancen bekommt, der eine Karriereleiter weiter aufsteigt, aber irgendwann auch Teil des Staatssicherheitsapparates wird und auf der einen Seite korrumpiert ist von allem dem, was es an Privilegien gibt und auf der anderen Seite, je schwieriger die Aufträge und die Aufgaben werden, die er bekommt, umso größer der moralische Konflikt und das Dilemma, in das er hineingerät und irgendwann die Frage, wie weit geht man und wie groß wird die Strafe sein, wenn man irgendwann sagt, bis hierhin und nicht weiter. Wie gesagt, nach diesem Trailer, ich sehe Lars Eidinger gerne. Zumindest gibt es da Momente, wo ich sage, okay, werde ich mir wahrscheinlich angucken, bin aber skeptisch, was Narcissus angeht, zumindest nach dem, was ich hier gesehen habe. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.